Mit plus 45 Grad und minus 45, na, so plus und minus 45 Grad. Wir müssen die nochmal um 180 Grad drehen. Das heißt, sie sollen um 180 Grad, also das hier ist ja dann 0 und dann nochmal 180 Grad und dann minus 45, 180, was sind das? 180 minus 45, dann 135. 135 und minus 135 müssten dann das sein. Ich hoffe, ich habe es richtig. Und das hier, da brauchen wir auch wieder die Euler mit 0f, 0f und 180. Was spinnt denn jetzt schon wieder? So. Okay. Das müsste jetzt passen, hoffe ich. Was wir noch machen müssen, ist, den Web-Encounter wieder auf 0 zu setzen. Damit er wieder von neu erzählen anfängt und nicht plötzlich bei jedem Frame das Schießen anfängt. Okay, dann können wir das hier komplett löschen. Regenerate Shield behalten wir uns natürlich. Speichern wir das mal so. Dann machen wir als nächstes Regenerate Shield. So, if state. Moment. Das soll eigentlich immer sein. Nehmen wir mal, wir können uns das sparen, während er wartet. Also ungleich waiting. Machen wir hier. Ungleich state waiting. So, dann soll Shield Armor. Das passt hier. Passt, 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 passt. Das passt eigentlich noch alles. Wenn ich das so sehe, dann müsste das noch alles passen. Und Trigger Enter, da hat er jetzt auch einen Collider. Haben wir den schon zum Trigger gemacht? Der ist Trigger, der hier ist kein Trigger. Aber jetzt, Save Scene. Dann weiter geht's mit. Das ist jetzt ein bisschen blöd. So. Hier machen wir ungleich Waiting. Das heißt, auch wenn der Boss bereits kommt, kann man ihn abschießen. Das macht das Spiel dann wieder ein bisschen einfacher. Naja. So, allerdings müssen wir das hier entfernen. Ich weiß aber nicht, wie wir das setzen. Object Tag. Enemy. Ah. Welchen Tag geben wir da? Boss Enemy. Na, Enemy for Boss. Oder. Nee, geh mal. Ja doch. Enemy for Boss. Fertig. Jetzt müssen wir eben noch, bevor ich das vergesse, mache ich das gleich. Brauchen wir, gehen wir mal hier auf Tag, Add Tag. Enemy for Boss. Zack. Das fügen wir jetzt hier hinzu. Auch dem Schild. Sonst noch was? Das. Nein, nein, nein. Nein. Was wir noch brauchen. Nein, Explosion nicht. Rocket. Brauchen wir. Enemy for Boss. Torpedo braucht das auch. Und unser Laser natürlich auch. Okay, ich glaube, damit hätte ich. Ja, damit hätte ich alles. Save Scene. So. Das hier können wir uns sparen.
Ah, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen dem hier ein Tech Enemy geben. Dem Schild nicht. Nicht. Ah, doch, eigentlich schon. Oder? Nee, dem hier auch nicht. Und doch, 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 doch. Weil das ja auch der Trigger sein muss. Geben wir es dem lieber auch mal. Enemy. So, save scene. So, jetzt könnte es aber sein. Jetzt sehen wir mal kurz nach. Es passt, passt, passt. Ne, ihr sucht nach dem Skript. Okay, das ist gut. Weil sonst hätte es nämlich sein können, dass er nach dem Tag-Enemy sucht. Und das wäre ziemlich scheiße gewesen, weil dann hätte es sein können, dass er den Boss plötzlich findet und aus dem Kartenrand den Boss angreift. Und da wird dann natürlich das Schild plötzlich reduziert. Okay. Täglich Enemy. Ah, manchmal, das müssen wir anders machen, weil sonst reagieren die ja alle drauf. Wir machen einen neuen Tag und das nennen wir Boss. Ne, manchmal. Passt eigentlich. Wir haben das ja jetzt anders gemacht. Das heißt, wir entfernen einfach nur die Tags als Gegner. Weil ansonsten, wir wollten die Kollisionen ja jetzt hier beim Boss reinmachen. Deswegen haben wir Enemy for Boss gemacht. Ansonsten hätten wir hier nochmal bei jedem Projektil und so weiter nachfragen müssen, ob es ein Gegner ist. Oder wie haben wir es denn hier gemacht? Haben wir hier auch? Bei On-Trigger Enter. Haben wir das drin? Könnten wir auch noch mal die Abfrage machen? Was ein Boss ist, wäre das einfacher? Ich glaube, das wäre einfacher. Das wäre einfacher. Das heißt, wir machen das hier zu Boss, zum Tag Boss. Hauen hier wieder Untagged rein. Ja, da könnte man einen Player machen. Brauchen wir jetzt nicht. Hier auch Untagged. Und wo hatten wir es noch? Hier. Hauen wir überall Untagged rein. Und das hier machen wir zum Boss. Wieso ist da plötzlich Enemy for Boss? Wir brauchen doch plus 2. Okay, 3. Okay, Save Scene. So, passt das jetzt alles? Passt alles, okay. Dann machen wir das später. Jetzt erstmal hier weiter. Bei On-Trigger Enter sollst du jetzt mal nichts machen. Das passiert alles über eine andere Methode. Haben denn die ein Rigid Body? Haben sie? Haben sie auch? Und haben sie ja. Der Shield, hat der ein Rigid? Nein. Der Player hat ein Rigid Body, aber wenn das Schild bräuchte auch einen, sonst hat der Gegner ein Rigid Body? Nein. Ja, egal. Lassen wir das mal. Das Ungui kann weg. Destroy Ship. Brauchen wir nicht? Okay. Was wir jetzt, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir erstmal hier weiter. Wenn hier das hier nicht stimmt, wenn es kein Gegner ist, machen wir else if other object tag gleich. Boss. Dann.
Kopieren wir das mal zum größten Teil. Wir wollen, dass die Explosion gemacht wird. So, wir haben ja, wo haben wir das? Hier haben wir den Enemy bei der Rakete. Und mal, wenn er hier auf 0 ist, dann soll Enemy gleich Boss Enemy Find Object of Type Boss Enemy Mist. So. Wenn er also. Was spinnt er denn jetzt rum? Konvertierung von Typ Boss Enemy in Enemy ist nicht möglich. Ah. Dann machen wir das anders. Private. Ah, oder wir nehmen. Nee, wir machen das anders. Wir machen das jetzt zum Game Object. So, und der Enemy ist dann hier. Game Object, zack. Das hier kommt weg. Game Object. Hätten wir das doch nicht alles ändern müssen. So, Enemy. Get Components. Enemy. Set Position and Speed. So, dann das gleiche hier nochmal. Get Components Enemy. Hier auch nochmal. Komm schon. So, jetzt. Und hier auch nochmal. Da kopiere ich mir jetzt einfach das hier. Aber Moment mal, da brauche ich es ja nicht. Halt. So. Ansonsten, Boss Enemy Game Object. So. Wenn es ein Gegner ist, ansonsten, wenn es der Boss ist, dann brauche ich ja das Komponent. Die Komponente Boss Enemy und nicht Enemy. Moment mal, ich brauche den ja gar nicht resetten. Destroy the projectile, das passt. Das hier nicht. Auch das hier nicht. Und das hier nicht. Okay. Stattdessen machen wir jetzt noch Damage the Boss. Und dann machen wir einfach die Funktion Enemy get Component Boss Enemy, ja. Damage the Boss. Die machen wir uns jetzt hier einfach mal kurz Void. Damage the Boss. Die müssen wir natürlich noch auf Public schalten. Public Void. Damit wir die hier bei der Rakete sehen. Und schon passt es wieder. Wir geben da ein String mit. Und zwar, wie nennen wir das jetzt? Die Damage Art oder Sort of Damage. Sort of Damage. Okay. Zack. Und dann geben wir jetzt den String Rocket mit rein. Damit wir wissen, es ist eine Rakete, die uns getroffen hat. So, und das hier, das kopieren wir uns jetzt
Wo ist es denn? Hier bei Projectile mit rein. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch umändern. Game Object, mal sehen. Das hier weg, da ein Game Object rein. Wo hat er jetzt Probleme? Hier. Get Component Enemy. Da auch nochmal. Ja. Ich kopiere mir das jetzt einfach. Okay, so. Destroy Game Object. Passt, passt, passt. Und hier geben wir. Ah, Mist, Mist. Jetzt müssen wir das hier duplizieren für den Torpedo. Denn wir müssen jetzt noch unterscheiden zwischen Torpedo und Laser. Laser. Und Laser, genau. Ich mache das jetzt hier mal für den Torpedo und dupliziere das Skript. Wo ist es denn? Hier. Ist neu laden. Ja. Okay, das muss ich jetzt umbenennen in, warte mal, ich habe hier Projector 1, in, das nenne ich jetzt in Torpedo um. Zack, das wird jetzt überall umbenannt und das benennen wir hier auch noch um. Torpedo. Gut, ich hoffe, das passt so. Als neu laden. Was sollen die Änderungen in folgenden Elementen gespeichert werden? Special... Ja, von mir aus. Was ist denn jetzt los? Nein, jetzt sehen wir es wieder nicht. Okay, es geht einfach, wenn wir das löschen. Fehlender Zugriff. Alles neu laden. Hier mit das Torpedo. Okay. So, wir machen einfach ein neues Skript. Create Shop Script Torpedo. Öffnen wir. Alles neu laden, ja. Und da kopieren wir jetzt einfach Projectile rein. Fertig. So. Was hast du denn jetzt für Probleme? Nee, der hat den anderen Torpedo immer noch da. Na toll. Ich dachte, den hätte er gelöscht. Machen wir mal ein bisschen rückwärts. Ja, schön, Selection. Na toll, der hat das gar nicht gespeichert, dass ich das gemacht habe. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das heißt, wir müssen den Torpedo wieder umbenennen und dann machen wir das zu Laser. Fertig. Löschen wir das. Ja, alles neu laden. Und machen jetzt ein neues Skript Laser. So. Wenn es auf die eine tun, ich gehe dann eben auf die andere.